und herzlich willkommen zu Battlefield 4 Beta. Wieder. Zusammen mit Stefan. Hi. Alois, der sich gerade ein Eis holt. Hallo. Und aber ist da, mal noch dabei, der Stili. Der René. Ihr seht hier. Mit der M82. In ziemlich close quarters. Wir spielen nämlich den zweiten Spielmodus, Domination. Spielt um mit die... Also in Conquest ist das die Flagge. Hier die C, das Haus. Ziel, die drei Flaggen einnehmen. Hier. Und ja. Lügen, das ist die D-Flagge. Hab ich doch gesagt, das ist die D-Flagge. Hier die C-Flagge. Wie Daniel. So kann ich es merken. Hallo, es macht wieder auf Kleinkind. Er tut nicht so. Hä? Tut nicht mehr so. Ich hab mal Eis. Ja. Hallo. Fühl dich cool. Hallo? Ja, Speedy. Mal mit einem Thema in der Aufnahme. Und zwar, wir haben jetzt Battlefield 4, die Beta jetzt schon 3 Tage gespielt. Heute ist der 4. Oktober. Heute kommen die Noobs eigentlich dazu, die wir noch nicht getroffen haben irgendwie. Weil heute fängt ja die offene Beta an. Die letzten Tage war exklusive Beta, also wenn man Battlefield 3 Premium hatte. Battlefield 4 die Deluxe Edition vorbestellt auf Origin oder die Limited Edition von Medal of Honor Warfighter, also wir hatten das schon. Ich hatte die. Echt? Boah. Boah, du armer. Kaum nehmen wir auf, bin ich richtig schlecht. Zum Glück aber bin ich ja aufs Gameplay und ich bin noch viel schlechter. Lars bekommt auch voll aufs Maul. Ja. Was macht er hier? Ey, nein, nein, nein! Oh, ich bin noch drin. Wie ist gerade noch reingesprintet ist. Oh, fuck. Ich mal vorhin in die Granate laufen. Ich mal Support spielen. Welche Waffe? Oh, die ACDR ist nee, doch Hammer nicht. OP. 200 Punkte für einen Kill, Alter. Wollen die mich verarschen? Das ist doch übertrieben. Ja, vor allem weil es ein normaler Kill war wahrscheinlich. Bei mir letztens auch 175 Punkte für einen normalen Kill ohne Headshot. 235 Punkte für einen Kill. Das ist doch nicht normal, was ist los mit denen? Oh scheiße, tot. Oh, wer war das, Lars? Ich bin gerade richtig am verkacken. Ja, im Container drin war ich gerade. Nice. Alvis campt mal wieder auf dem Dach. Wieso wie jeder andere? Da hol ich mir Happy aus. Ja. Ja, ich wollte mir nämlich gerade ein Eis holen gehen, dann sagt Klaus so, ja, aber wir nehmen es auf. Okay, hol ich mir Happy Eis. Boah, ach so, ja, auf dem Dach. Bin tot. Das ist so typisch Alois einfach nur. Alter. Nach links. Fährt nach rechts. Hä, wo ist links? Achtung, vor uns. Das ist nur zweimal vorgekommen. Zweimal in einem Jahr. Ja, typisch Alois. Das ist ja wohl nur annehmbar. Ja, also heute erstmal campen und Eis essen. Heute mit einem Thema. Probleme von Battlefield 4 beziehungsweise die guten Sachen und ich glaube zu Problemen kann Stefan einiges sagen. Also die letzten Tage beim Probleme. Spielen nur am rumschreien nur. Es war schlimm mit ihm zu spielen, es war schlimm manchmal. Wow. Oft, immer. Ja, also was mir am meisten auffällt ist immer, wenn man angeschossen wird, man merkt nicht wirklich, dass man kaum noch Leben hat. Das ist ein bisschen arg doof, dann rennt man damit null Leben in Fight rein und regt sich die ganze Zeit auf, warum er jetzt gerade gestorben ist. Dann nachher im Nachhinein merkt man erstmal, halt mal, ich hatte eigentlich gar kein Leben mehr. Kein Wunder, dass ich nach einem Schuss tot bin. Nein, RPG. Bin aber auch gerade richtig schlecht, gerade eben noch 3er KD und jetzt bin ich glatt der Einser momentan. Komm nicht, aber das hab ich. Oh Gott, nicht hin. Explodiert hier alles, ich bin weg hier. Wow, Aufzug war gerade einer, Alter. Ja, okay, der ist knapp runtergefahren. Achtung, hinten! An der hinteren Leiter! Oh, ist ja klar! Alter, der Typ, wie hat der mich jetzt schon wieder gekillt? Das gibt's gar nicht! Ja, Alter, ist der ja hinten an der Leiter. Ich hab ihn 10 Millionen Mal gehittet und er fängt dann an, erst zurückzuschießen. Achtung, Aufzug, jetzt hab ich ihn. Und dann verreck ich gleich mal wieder. Hinter dem Ding ist noch einer. Ja, ich weiß, hab ihn. Oh, jetzt. Achso, Aufzug? Teammate oder Gegner? Eher Gegner, oder? Ja, Gegner.
Ich sterbe ja, vom Gegner tot. Von überall. Die Leute. Ich immer mich oh, wie ich immer keine Munition mehr habe. Wo denn? Hier. Wo, was? Ach, von hinten! Wow. Oh, shit. Da killt mich ein Rack von da hinten auch noch. Ab hinten. Und was man in der Beta auch merkt, es ist einfach immer nur totales Chaos und man wird sehr, sehr oft von hinten gekillt. Und ja, was wird da halt auch man deutlich auf... teilweise gar keine gescheiten Gunfights mehr. Achtung, wieder Aufzug. Meine M82. Meine epige Kills, meine epige Kills. Bam, Junge, Alter, war ja, M82, ne? Das ist ja auch eine der Neuerungen mit Battlefield 4. Weapon Pickups und M82 ist einfach mal jedes Mal den Körper One-Hit. Also nur auf die Füße ist es kein One-Hit. Und ja. Mal irgendwo müssen wir zielen mit. Ja doch, zielen wir schon. Aber das Allergeilste an Battlefield ist ja das Zeroing. Ja, kann die Sniper nämlich jetzt auch Zero. Also... Das heißt, du brauchst keinen Skill mehr, nur noch ein Entfernungsmesser. Wobei es bei der Map ein bisschen... naja... unnötig ist. Ja eben, weil... also wenn man jetzt zum Beispiel hier von der D-Flagge... also in Conquest Large die D-Flagge auf die D-Flagge, also aufs Dach vom Hochhaus Sniper, das sind keine 200 Meter. Das sind knapp drunter, so um die 190 rum. Und 200 Meter ist die niedrigste Zeroing-Stufe, die man einstellen kann. Oh. Da kommt noch 300, 500, 800 und 1000. Live, ciao. Ah, Stili, da ist Leben. Danke. Achso, ja. Wow. Schon die ganze Zeit hier. Das müssen wir auch noch verbessern. Angeschossen mit der Usas. Dili, gib meinem Alois so Leben. Ja, er ist fast am Verrecken. Man merkt das selber gar nicht, man kriegt das nur immer gesagt von irgendwelchen Squadmates. Ja eben. Ja, deswegen, ich hab's gerade auch nicht gehört. Ja eben, auch eine Sache, die Stefan schon erwähnt hat. Man merkt kaum, dass man wenig Leben hat, Aufzug, wenn man wenig Leute. Leben hat. Aufzug? Ja, der eine ist glaube wieder runtergefallen. Hab den einen. Der eine ist glaube runtergefallen. Unten ist noch... unten sind zwei, weil jetzt kommt glaube gerade wieder einer in Aufzug hoch, so wie es aussah. Da hinten sind noch zwei im Aufzug. Ah, Sniper. Und RPG. Hab ein, zwei, drei, ach keine Ahnung wie viele. Oder ja, ist der nicht spawned? Hab nochmal einen. Assist count as kill 91. Wenigstens zählen sie jetzt als Kills, weil... ich hab den anderen als Pistole. Ich bin tot. Wo? Von OAA da! Aufzug 3. Ich kann den gar nicht treffen, hab kein Leben mehr eigentlich. Natürlich falle ich runter. Dili, wirf mal Leben zu, wenn geht. Oh, warte, nein, ich bin tot. Boah, mein Spiel ist abgeschmiert. Oh, ist tot, hä? Ja, fuck. Okay, stimmt. Hast nicht weit genug geworfen. Das ging doch. Ah! Ja, okay. Oh, ich stand gerade hinter einem Gegner und hat mal einen Kill. Da sind vier Leute noch auf. Achso, spawnt bei mir nochmal schnell. Ja, da sind vier Leute schon. Und was man dazu sagen muss, wir haben alle gute PCs, also das spielt denn ja. Aber es liegt nicht daran, dass wir keine PCs haben. Ja, habe ich in der letzten Aufnahme schon erwähnt, also Battlefield 4 hat echt Performance-Probleme, weil... in den ersten 6 Folgen, also die erste Aufnahme, da ist viel... hab wieder Low Life. Steely, komm mal zu mir bitte. Wirf mir nochmal Leben zu. Ach, nein. Oh. Ah, danke, Leben liegt noch da. Ah, oh, scheiße, kam einer um die Ecke. Oh Gott. Ja, hat uns alle weggemoscht. Ja, aber war jetzt gerade richtig übel, wir sind voll abgegangen. Ich wollte euch gerade nochmal so ein Lebenszell hinwerfen und dann. Ich will jetzt eine neue Grafikkarte, das regt mich auf. Ah, Luis will immer noch seine neue Grafikkarte. Ja, ich muss noch warten, bis mein Geld abkommt. Alter! Das verstehe ich nicht! Ich habe volles Leben und auf einmal zack, tot! So richtig schnell! Das ist so abnormal, also das verstehe ich nicht. Also Battlefield 3 hat man zumindest immer noch gemerkt, wenn man angeschossen wurde. Manchmal konnte man sich noch umdrehen, manchmal halt nicht. Aber hier ist es einfach, wenn ich da einer anschieße, dann merkt man es meistens erst, wenn man sogar tot ist. Lol, Leute, ich kann nicht deployen, ich kann nicht... ach so, haha, um 2 Tickets gewonnen. So, ich müsste eigentlich ein Level abgemacht haben, ja. Boah, erst in 30.000 Punkten, der nächste Level ab, ist doch zum Kotzen sowas. Woher habe ich 200 Punkte? Ich habe 21, 25, ich war negativ. Und hier,
Battle Reports. welche Runde war das? Ja, hier, 16-4, das war vorhin noch. Noch 8000 Punkte, bis ich endlich dieses scheiß Carbine freigeschalten habe. Noch 2200 für dieses MG. Ich brauche noch 34.000 Punkte, bis ich Level 6 bin. Alois ist immer noch Level 4. Ja, und?